Achtung, die hier im Video gezeigten Aufnahmen sind aus dem Januar letzten Jahres. Das Hotel wurde vor einigen Monaten verkauft und am vergangenen Wochenende entkernt. Ich rate von weiteren Besuchen bei dieser Location ab. Heute bin ich gemeinsam mit Heiko und Lost Experience im Harz unterwegs. Wir schauen uns ein Hotel an, was vergangenes Jahr an riesiger Popularität gewonnen hat und schnell zu einer Art Pilgerstätte wurde. Vieles in dem Hotel erinnert an die 70er und 80er Jahre, vom alten Pool über einen Friseur bis hin zu alten Speisesälen. Doch seht selbst, was wir in diesem Video alles entdecken konnten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Heiko und den Damen und Herren von Lost Experience unterwegs im Harz an einem wirklich wunderprächtigen Hotel. Hier, wo ich mich gerade befinde, kommt so ein bisschen Flashback-Stimmung auf. Denn dort oben dieses Fenster, hier waren wir vor 2 Wochen und plötzlich brüllte uns der schottische Eigentümer aus diesem Fenster an. Naja, hoffen wir mal, dass es heute nicht der Fall ist. Bis jetzt ist alles ruhig. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Ja, wie bereits erwähnt, ich befinde mich hier auf dem Vordach. Das ist ein ganz schöner Tümpel hier unten. Aber hier haben wir einen offensichtlichen Zugang in ein, auf den ersten Blick sehr entkerntes Zimmer. So, nach dem Zugang hier über einen, sagen wir mal, sehr wackeligen Holzboden befinden wir uns auch schon im Inneren. Und haben hier zuerst einen langen, dunklen Flur. So, wie ich zum Bedauern hier feststellen musste, ist es hier oben auf jeden Fall ziemlich, ziemlich düster. Zudem auch von der Struktur relativ einsturzgefährdet. Der Boden wälzt sich hier schon gut durch. Und nach meiner ersten In-Augenscheinnahme sind die Zimmer hier oben auf jeden Fall leer. Aber ich weiß, dass es unten auf jeden Fall ganz anders aussehen wird. Und dann, ich stehe hier quasi direkt vor dem Treppenhaus und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach unten. So, die Szenerie, die uns da unten erwartet. Ganz, ganz typisch Harzhotel. Naja, wenn das mal nicht zusammengerückt wurde, ist jetzt kein Innentisch. Ich würde sagen, das ist eher so ein Gartenmöbelgedöns. Auf jeden Fall eine schöne Mosaikfensterfront und ein Kronleuchter. Hier geht es auf jeden Fall noch über in den anderen Hotelteil. Der ist aber relativ, also von außen zumindest, sehr, sehr, sehr marode. Es gibt dann noch den hinteren Teil, wo der Schotte drin gewohnt hat. Aber der hat, soweit ich weiß, keine Verbindung zu dem Hoteltrakt hier. Und oben im Briefkasten quellen sich die Briefe von der Staatsanwaltschaft, offensichtlich. Alle noch nicht ganz so alt, letztes glaube ich von vor 3 oder 4 Tagen. Aber ungeöffnet, es steht auch ein Reisekoffer vor der Haustür. Es kann also sein, dass der Schotte im Moment zumindest nicht da ist. So, als nächstes haben wir auf jeden Fall eine dunkle Treppe in ein vorerst dunklen Trakt und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter und schauen, was uns dort erwartet. So, hier unten angekommen landen wir erstmal in einem sehr dunklen Bereich. Der ehemalige Eingangsbereich ist sehr, sehr feucht hier drin. Ich weiß nicht, man kann es minimal erkennen, der Boden ist auf jeden Fall am Glänzen. Da sind die Fenster hier abgeklebt. Aber da haben wir ein wenig Licht. Hier oben auf der Tür steht es, ihr könnt es nicht erkennen, aber da steht Restaurant. Oh ja. So ein bisschen wie das 1990er Hotel, wo wir vor 4 Jahren mal waren. Alter. Das hier ist auch tatsächlich, also dieser Trakt, seit den 90er Jahren komplett unberührt. Vorne auf dem Tisch der obligatorische Zuckerstreuer oder was das ist. Zucker oder Salz, man weiß es nicht. Dann hier. Wirklich ein wunderschöner Ausblick aus dem Fenster. Jetzt kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Die Scheiben sind sehr dreckig, aber hier ist ein sehr, sehr schöner See. Auch in diesem Schaukasten hier stehen noch alte Gläser, Kunstblumen, weil die wären sonst auf jeden Fall schon längst vertrocknet. Ja, und hier rechts, das ist wirklich eine heftige Szenerie. Komplett unberührt, wie damals. Ist richtig, richtig schön vor allem. So, hier haben wir noch so einen Bereich, wo noch ein bisschen Geschirr steht. Hier waren vermutlich mal Servietten oder Tischdecken drin. Sicherungen sind fast alle oben, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Teil hat keinen Strom mehr. Ah, hier haben wir noch ganz viele Tischdecken. Da hinten kann ich sowas wie eine Bar erkennen, hier hinter dem Fachwerk. So, wir haben hier auf jeden Fall tatsächlich eine Bar.
Hier steht noch ein Wein, oder? Was ist das? Wacholder. Ach du Scheiße. Ja, daneben solche Behältnisse. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, Cocktailbecher oder so. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kelch. Und hier haben wir noch eine Zapfanlage. Dass die noch da ist, ja gut. Die ist auch Asbach uralt. Hier haben wir noch ein interessantes Schild, und zwar Spezialitäten aus eigener Konditorei. Also gab es hier damals auch frische Backwaren zu erwerben. Hier haben wir noch ganz viele Biergläser. Hier oben in der mit Schimmel überzogenen Holzlattenansammlung, wie auch immer, haben wir auf jeden Fall noch Gläser. Zumindest ein paar. Ja, da hinten ist auf jeden Fall auch noch alles voll. Und wenn ich mal hier rüber schaue, sieht es ganz so aus, als hätten wir hier die Küche. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Da ist auf jeden Fall noch ein Teil. Oh, die sieht halt auch sehr verfallen aus, dass das Ding hier noch an der Decke hängt. Das ist ein Wunder vermutlich. Es ist ein bisschen zusammengeräumt hier, aber einiges steht auf jeden Fall trotzdem noch drin. Da müssen wir mal schauen. So, wir gehen jetzt mal von der Bar hier in die andere Richtung, bevor wir uns die Küche anschauen. Gehen wir mal hier rüber. Oh, ihr seht es hier, die Bausubstanz ist wirklich schon sehr, 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 sehr marode. Am ehemaligen Haupteingang. Der Boden hier gleicht einem kleinen See. Und ähnlich sieht das Ganze dann auch hier in dem Trakt aus. Ihr hört es selber hier, der Teppichboden, der ist einfach klitschnass. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das hier ein großer Speisesaal gewesen. Und als hätte man hier einfach mal den gesamten Müll abgeladen. Also wirklich den gesamten Müll. Boah, es stinkt hier drin natürlich auch ganz arg. Hier haben wir auf jeden Fall noch so eine alte Kaffeebar. Ja, das ist so eine Salatbar, Bistro-mäßig. Steht sogar noch Geschirr. Es hat alles hier einen weißen Film und es duftet wirklich ganz arg. Die Decke hier sagt auch einiges. Hier unten sieht es nicht besser aus. Auch ganz, ganz viel Müll. Vermutlich der ganze Inhalt aus den Hotelzimmern. Ganz viele Bettengestelle zum Beispiel. Boah, hier überkommt einen wirklich ein absurd schimmliger Geruch. Alter Falter, was haben wir denn hier? Na, es ist wirklich alles hier nur voll mit ehemaligem Inventar, würde ich so sagen. Ganz viele Matratzen da hinten auch. Das ist komplett voll hier. Alter Falter. Das geht jetzt einmal hier rum. Das Ding ist natürlich echt riesengroß. Alter, alles zugerümpelt hier. So, Garderobe. Wir haben hier eine Garderobe. Wieder ein Mosaikfenster und hier, ja, Toiletten. Das ist jetzt nicht so das Yellow from the Egg. Aber hier haben wir noch einen relativ schönen Saal. Steht zwar nichts mehr drin, außer diese obligatorisch zusammengeschobene Anreihung von Tischen und Stühlen. Das heißt ja, doch, Tischen und Stühlen. Aber es hat trotzdem was, auch mit dieser riesigen Fensterfront. Heilige Mutter Maria. So, von dem mächtigen Saal sind wir wieder im Eingangsbereich angekommen. Ja, und ich schwenke jetzt mal hier rüber in so einen langen Korridor. Und hier stehen schon mal interessante Dinge, wie zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Paar. Ich würde sagen 140er Langlaufskier. Und dann hier hinten nochmal ein großes Paar. 200er. Ja, oder 190er. Ja, ich würde eher sagen 200er. Auf jeden Fall schöne alte Langlaufskier. Und hier haben wir noch einen Aufzug. Aber wir haben hier diese mit Schimmel überzogene Türe. Und hier geht es offensichtlich in die Küche. Hier ist noch ganz, ganz viel Geschirr. Also ganz, ganz viel. Also ich glaube, das sind Milchkannen. Hier haben wir Kaffeetassen, Suppentassen, Teller. Alles Mögliche. Ja, hier kann man ganz gut sehen, hier wurden mal Geräte rausgeholt. Hier geht auch wie ein Schlauch quer durchs Gebäude. Ja, hier hängt noch die große Dunstabzugshaube. Ja, und bis auf das ist die Küche auf den ersten Blick relativ leer. Da hinten scheint es noch weiter zu gehen, aber hier macht die Decke schon so eine Biegung. Und man sieht hier, es ist einfach nur altes Strohdach. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal nach da vorne durch diese Tür. So, von dieser Küchentür aus geht es hier auch direkt in die ehemalige Rezeption-Buchhaltung-Büro. Die ganzen Schränke sind ja auch noch voll mit Unterlagen. Aber da hinten in der Ecke kann man das Problem eventuell erkennen. Dieser modrige Holzboden ist da komplett durchgefault. Sieht jetzt zwar nicht so aus, als wäre hier ein Keller drunter, aber man muss es ja nicht unnütz drauf anlegen. Vorne liegen auf jeden Fall noch
Filme. Ja, hier nochmal die Telefonanlage und vielleicht Brandmeldeanlage, obwohl ja Mitte der 90er wurde ja die Telefonanlage, Posttrenneinrichtung, Telekom, ja. Hier sind überall noch alte Bilder bzw. Postkarten, wie das Ganze früher mal ausgesehen hat. So, hier vom ehemaligen Büro aus machen wir mal einen kleinen Schwenker und nehmen mal diese Tür hier. Was haben wir denn hier? Massageliege, Kurbad. Sind ja vermutlich gerade in der Kneipabteilung. Die Decke baumelt hier natürlich wieder so ein bisschen runter. Das ist hier wirklich eine tickende Zeitbombe. Das ist wie so ein Kartenhaus, was jederzeit in sich zusammenfallen könnte. Das sehe ich aber auch zum ersten Mal. Wir haben jetzt hier dieses Becken, diese Elektrotherapie, wo dann hier diese Platten an den Seiten der Wanne unter Strom gesetzt werden. Elektrolyt oder Gedöns, wie auch immer. Aber dieses Ding, was hat das damit auf sich? Ist es eine Wärmelampe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich das jetzt zum ersten Mal. Und da hinten in der Ecke haben wir auf jeden Fall noch eine Badewanne. Die Spannung liegt hier gerade bei 0 Ampere. So, hier haben wir schon mal ein Schild. Wassergymnastik täglich 11 Uhr. Hier haben wir den Pool. Wenn man leise ist, hört man noch das Wasser von der Decke platschen. Ja, hier ist eine gewisse Brühe drin. Und die ist einzig alleine aus dem Grund hier drin, dass die Decke da vorne, wie man sehen kann, unfassbar nass ist. Da laufen übrigens gerade zwei andere Urbex raus. Komplett voll das Becken hier. Also auch wirklich, es ist jetzt nicht extrem hoch, aber zusammengerechnet ist das schon eine beachtliche Menge. Dafür, dass es einfach nur so ein bisschen durchs Tropfen von der Decke kommt. Man muss aber sagen, dieser Pool hier hat durchaus eine stattliche Größe. Ich bin gerade im obersten Geschoss auf dem Weg, den alten Friseur zu suchen. Und allein schon diese Schräglage, die Treppe hier aufweist, hält mich davon ab, hier oben jetzt weiter zu suchen. Da hängt auch irgendwie eine Folie vor der Tür bzw. hinter der Tür. Ganz komisch, ich gehe lieber wieder nach unten. So, in der hintersten Ecke dieses Gebäudes versteckt, haben wir nun endlich die Kosmetikabteilung gefunden. Unglaublich, aber wahr. Da haben wir einen interessanten Raum, den schauen wir uns gleich mal an. Mit einer interessanten Persönlichkeit. Und hier vorne noch einen sehr schönen Raum. Fußpflege. Schauen wir mal in die Fußpflege hinein. Aha, bei der Fußpflege handelt es sich nicht mehr um Fußpflege, sondern um einen alten Friseursalon. Wir haben ihn endlich gefunden. Ist natürlich heftig in dem Hotel. Habe ich auch noch nicht gesehen, einen Friseur in so einem Hotel. Also in einem riesigen schon, aber nicht in so einem, na gut, kleiner war das hier auch nicht. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Heftig. Auch diese, weiß ich nicht, was, Aluhüte oder was es damit auf sich hat, das habe ich so immer noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist zum Trocknen, oder? Ach, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin kein Friseur. Hier unten steht auf jeden Fall ganz viel Gedöns plus Color. Ich weiß nicht, ob das Nagelfarben sein könnten. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier in einem Damenrosa gehalten. So, an der Tür, wo dieser Schriftzug prangert, wie auch immer, ich weiß nicht, ob ich den pixeln muss, haben wir auf jeden Fall hinter dieser Tür etwas Interessantes. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ach, das hier ist die medizinische Fußpflege. Hier mit diesen Lichtern, diesem Trafo-Aggregat, wie auch immer. Es riecht ganz deftig hier drin. Wassergymnastik täglich 11 Uhr. Was das an dieser Schüssel ist, weiß ich nicht, will ich nicht wissen. Es riecht sehr stark nach Creme hier. Bis auf diese Liege hier mit den Gerätschaften gibt es ja auch nichts mehr zu sehen. Bedauerlicherweise. Ich habe mir echt ein bisschen mehr erwartet von dem Hotel. So, meine Damen und Herren, ich befinde mich wieder unten im Gastronomiebereich. Bedauerlicherweise sind wir jetzt leider am Ende dieses Videos angekommen. Das Ganze hier birgt bis auf diesen Friseur, den wir jetzt letzten Endes noch gefunden haben, keinerlei interessante Orte mehr. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet nach all den Jahren, wo wir jetzt schon versucht haben, hier reinzukommen. Ja, es ist jetzt, wie es ist. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Schaut sehr gerne bei den anderen vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.